Das Monocab ist ein selbststabilisierendes Einschienenfahrzeug, was einen gleichzeitigen Betrieb von zwei Fahrzeugen auf einem Gleis ermöglicht. Für uns ist insbesondere die Kennkommunikation in diesem Projekt eine entscheidende Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Steuergeräten und den Umrichtern gewesen. Das war einer der Gründe, eben warum wir uns auch für die KLB-Komponenten entschieden haben. Der T6 ist einfach für das Umfeld, für die Automotive-Anwendung ideal geeignet. Einmal von der Schutzklasse, von der Umgebung, von der Rüttel- und Schüttelfestigkeit. Das passt einfach alles zusammen. Es gibt im ländlichen Raum viele eingleisige Strecken, die aktuell nicht genutzt werden, die stillgelegt sind. Da wollen wir mit dem Monocab eine Wiederaktivierung schaffen und damit insbesondere eben gerade bei eingleisigen Strecken eine gute Nutzung, gute Flexibilität auch entsprechend ermöglicht. Für uns ist vor allem die Tauglichkeit bei Automotive-Komponenten sehr entscheidend, weil es sich um ein Schienenfahrzeug handelt und entsprechend den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Und da ist insbesondere der T6 als eine der Produktlösungen, die dort angeboten werden, für uns eine sehr gute Lösung gewesen, auf die wir jetzt im Rahmen des Aufbaus zurückgegriffen haben als eine der Komponenten. Darüber hinaus haben wir noch gerade für diesen ersten Entwicklungsstand auch noch Industrieumrichter, die sogenannten S6-Komponenten eingesetzt, um vor allem die Hilfsantriebe zur Stabilisierung zu versorgen, wo wir insbesondere ja auch auf eine ganzheitliche Systemlösung eingesetzt haben. Das heißt, da sind auch Motoren von KLB im Einsatz, die eben als Gesamtlösung zusammen mit dem Umrichter eine sehr einfache Inbetriebnahme und problemlosen Betrieb im Allgemeinen dann für uns bieten. Wir haben über unseren Service die Möglichkeit, auch direkt mal einen Motor vor Ort direkt am Objekt in Betrieb zu nehmen und das Feintuning durchzuführen. Wir sind aber auch in der Lage, über unsere Fernwartungstools direkt online sofort unterstützen zu können. Also der Service wird groß geschrieben. Wir sind einfach da und erreichbar.